Aber ich glaube, es fängt so langsam an. Vielleicht sollte ich doch mal lieber die Beschreibung lesen. Gebrauchsanweisung. Bleifigur im beiliegenden Löffel über Flamme, zum Beispiel Haushaltskerze, kein Teelichter oder Duftkerze, zum Schmelzen bringen. Siehe Bild unten. Ich habe aber leider keine normale Kerze, aber es schmilzt schon. Achtung! Löffel zum Entleeren dicht über die Wasseroberfläche halten, um heiße Bleispritzer zu vermeiden. Das kann gar nicht gut gehen. Okay, jetzt schmilzt schon, ich sehe es schon. Also mit dem Teelicht geht's auch. Das sieht förmlich so ein bisschen aus wie bei Terminator 2 Flüssigmetall. So sieht's aus gerade. So, wer hat jetzt die Krone? Anakin war das, ne? So, momentan schmilzt es noch. Ich lasse es noch ein bisschen länger über die Flamme, weil so schnell komme ich gar nicht dazu, da reinzukippen. Das muss ja so zügig jetzt gehen gleich. Ich mache das jetzt mal. Ich hoffe, ich komme so schnell darüber. So, das hat funktioniert. Der erste Teil ist drin. Alter! So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Es sind zwei Teile geworden. Ich nehme mal das größere raus, ja. Ich habe keinen blassen Schimmer, was das sein soll. Das sieht aus wie eine Kackwurst. Ich muss mal eben kurz... Wir müssen mal eben kurz schauen, was das sein soll. Adler passt nicht. Auto, nein. Axt, nein. Baby. Was soll denn das sein? Eine Frau? Ganz bestimmt nicht. Orden, Palme. Das sieht so ein bisschen... Ich würde behaupten, obwohl hier das andere, das kleine Teil, das sieht so ein bisschen aus wie das Baby aus Outlast, was da so in dem Becken liegt, so mit zwei... Gibt's denn Baby? Baby gibt's sogar. Sollen wir lieber das kleine nehmen oder sollen wir hier diese Kackwurst? Ich weiß gar nicht, was das ist. Das sieht aus wie eine Kartoffel. Was? Okay. Also entweder jetzt hier dieses Baby oder halt hier die... Gibt's Kartoffel? Das sieht so ein... Ich weiß nicht, was es sein soll. Ich habe keine Ahnung. Es sieht so ein bisschen... Oder wir nehmen das Baby von Outlast, was so ein bisschen danach aussieht. Weil es sind zwei Teile geworden, ja? Pfeife ist es nicht, Ring ist es nicht, Sense, Sonne, Spinne, Schale, eine Schale? Naja. Ich habe keinen blassen Schimmer, was das sein soll. Wir nehmen einfach jetzt hier das Baby von Outlast. So. Dieser Furz hier. Häuslicher Frieden bedeutet das. Ja, das ist doch super. Häuslicher Frieden ist so super. So, was war jetzt, Uhr. Uhr war der nächste. So, dann fangen wir mal mit der Uhr an. So. Fangen wir mal mit der Uhr hier. Das nächste ist Uhr. Gucken wir mal, was dabei rauskommt gleich. Ja, währenddessen fährt Silent so ein bisschen hier durch die Gegend für mich. Das ist super. Da kann ich wenigstens so ein bisschen Bleigießen genießen. Bleigießen genießen ist auch geil. Prost zusammen. So, aber habt ihr denn mal so eine Frage an euch? Habt ihr schon mal immer oder macht ihr eigentlich regelmäßiger Bleigießen an Silvester? Das würde mich mal interessieren. Okay. Oder guckt ihr zum Beispiel an Silvester Dinner for One? Macht ihr das immer so als Ritual? Also ich guck's ja gar nicht mehr. Ist so gar nicht meine Welt. Würde mich mal interessieren, ob ihr das macht. Für die gerade zusehen, das ist die Silvestergala und ich fange gerade an mit Bleigießen. Ja, hier in der Let's Play Live Show. Schön, dass ihr da seid. So. K
Calvera. Hi, Calvera. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Calvera 29. Hi, ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play Live Show Silvester Gala. Wir sind gerade dabei, Bleigießen zu tätigen. Und du bist herzlich eingeladen, mitzumachen. Ich habe noch das Herz, den Fingerhut, die Sektflasche und das Gewicht. Also, wenn du möchtest, kannst du gerne gleich mitmachen. Dann lese ich dir deine Zukunft vor. Ja, Let's Play Live Show jeden Freitag, jeden Samstag ab 20 Uhr. Nächstes Jahr feiern wir Einjähriges am 7.2. Ein Jahr Let's Play Live Show. Und, ja, das wird natürlich gebührend hier im Stream gefeiert. Natürlich. Und YouTube, wie gesagt, also YouTube laufen ja Let's Plays. Es kommt ein GTA Let's Play. Es kommt, ja, Never Alone geht weiter. Minecraft, die Season geht weiter. Im Stream wird es natürlich wieder so werden, wie es damals war. Back to the Roots. Ja, von 20 bis 22 Uhr neue Spiele oder halt so, sag mal so GTA, Far Cry, Dying Light wird auch gestreamt übrigens. Ich habe bis jetzt noch keine Rechte dafür, es früher zu streamen von Techland. Aber es wird natürlich gestreamt. Dürft euch schon mal drauf freuen. Ja, und dann ab 22 Uhr kommen dann die Horror Games, ja. Herzchen haben will. Ja, irgendwie fängt das gerade hier nicht an zu schmilzen. Ich weiß nicht warum. Das dauert noch ein bisschen. Die Uhr will nicht schmilzen. Keine Ahnung warum. Das kann sich nur um Stunden handeln. Mit Krampfen schon die Finger vom Löffel halten. Ui, Fingerhut bitte. Aber gerne doch. Wenn wir gleich so weit sind, kriegst du gerne den Fingerhut. Es gibt's überhaupt nicht. Das schmilzt überhaupt nicht. Ich sollte vielleicht gleich echt mal zusehen, dass ich hier ein Lagerfeuer aufschlage. Das will überhaupt nicht. Hallo, du sollst schmilzen. Oh, Entschuldigung. Irgendwie will die Uhr gerade nicht. Wow, doch, jetzt wird's heiß. Okay. Vielleicht sollte ich einfach nur einen Schweißbrenner drunter halten, dann funktioniert's auch. Oder eine Riesenkerze benutzen. Ich weiß gar nicht, habe ich noch eine Kerze? Ah, ich habe noch eine Kerze hier. Vielleicht sollte ich die Kerze einfach benutzen. Weil damit funktioniert's ja viel, viel schneller. Weil da steht ja extra drauf, aber ich kann ja nicht lesen, im Übrigen. Ja, tschakka, Maxi, tschakka! Hier steht extra drauf. Zum Beispiel, Haushaltskerze, keine Teelichter oder Duftkerzen. Ja, super. Das, okay, machen wir das anders. Das dauert hier viel zu lange, bis das jetzt hier anfängt zu schmilzen. Werde ich mal eben die große Kerze mir holen. Aha, es ist ja nicht so, dass ich hier nichts habe. Und die ist auch größer, das heißt, der Weg zum Wasser ist kürzer. Na, soll's doch angehen jetzt hier. Ah, viel, viel besser. Jetzt wird das auch viel schneller gehen hier alles. So, was war jetzt gewesen? Fingerhut war noch, ne? Genau, Herzchen, so. Ah, wunderbar. Achso, und übrigens, der Schnee ist immer noch bei GTA Online verfügbar. Das ist, Rockstar Games hat das Ganze verlängert bis morgen. Also bis zum 1. Ich weiß nicht, wie lange... Oh, jetzt geht das aber schnell. Die Uhr fängt an zu schmilzen. So, jetzt so langsam. So, jetzt muss man ein bisschen... So, probieren wir es aus. Moment, just a moment. Und... ja. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Just a moment. Ohne Spaß. Es sind schon wieder zwei Teile geworden. Wo ich bei dem einen Teil es gar nicht vermag zu sagen, wie es aussieht. Ja, ich muss mal die anderen Teile hier rausholen, weil sonst komme ich nachher durcheinander damit. Und ich sollte mir vielleicht gleich mal ein Handtuch hier oder so schnappen. Ja, was soll ich dazu sagen? Das eine... Huch. Das eine sieht aus wie ein... Haben wir schon 22 Uhr? Ja, noch nicht ganz, aber schon fast dran. Das eine sieht aus wie ein Dildo. Wohlgemerkt, ja. Das sieht wirklich aus wie ein Dildo. Also, liebe Kinder, falls ihr nicht wisst, was das ist, ein Dildo ist quasi ein Spielzeug für Frauen. So.
Haben wir das hier draufstehen? Weiß ich gar nicht. Ich gucke mal eben. Wahrscheinlich nicht. Sowas gibt's hier nicht. Ein Degen ist es nicht, ein Deckel ist es nicht. Was ist das andere? Das andere sieht aus wie so ein Drach. Wie so ein. Huch. Wie so ein. Ja, wie so ein Fisch oder sowas. Was hättest du denn gerne? Hättest du gerne lieber diesen Möchtegern Dildo oder lieber diesen Fisch? Lexchen, das ist, was könnte man das jetzt noch bezeichnen? Das könnte vielleicht auch ein. Wie kommen die eigentlich auf solche Namen? Igel, Igelhut, Jagdhorn. Das ist doch nie im Leben Jagdhorn. Hallo? Kleeblatt ist es auch nicht. Ein Kran, nein. Ein Kranz, ein Kreuz, ein Krug, eine Lampe, Leiter, Löffel, Löwe, Mann, Maske, Messer, Mond, Mops. Mops ist es auch nicht. Oder? Nee. Ein Ochse, Ofen, nein. Palme, Pfanne. Dildo, was soll mir das sagen? Moment, ich füge mal eben hier mit dem Stift mal eben zu, Dildo. Viel Spaß heute Abend. Sarg, nein. Sonne, nein. Es gibt noch niemals Drache. Das gibt's gar nicht. Super, die Wahl zwischen Dildo und Fisch. Wie passend. Qualle, nein. Rad, nee. Reh, Reiter, Ring, Säge, Sarg. Das sind alles so Standarddinger, die... Wenn man mit mir Bleigießen spielt, ja, dann kommen da die tollsten Dinge bei raus. Du brauchst mehr davon, ja. Ich weiß, ich muss das mal in die Kamera halten, damit ihr das mal seht, wie das wirklich aussieht. Ich muss das mal in die Kamera halten. Ich weiß nicht, kann man das... Huch, Moment. Kann man das sehen? Das sieht doch wirklich so aus wie so ein... Naja, ich enthalte mich so meiner Stimme. Ja, ihr könnt selbst entscheiden, was das sein soll. Huch, hallo? Das ist wirklich so, Moment, die andere Seite sieht so aus. Huch, hallo? So, das, das ist... genau, du brauchst mehr. Wir belassen das einfach mal bei Fisch. Das sieht ja auch vielleicht aus wie ein Fisch. Da der Herr neben mir Fisch im Sternzeichen ist, nehme ich den lieber. Okay, Fisch, was haben wir denn bei Fisch? Bei Fisch haben wir üble Nachrede. Nein. Doch, üble Nachrede steht bei Fisch. So, kommen wir nun zum Fingerhut. Oder was auch immer das sein soll. Ich glaube, es ist ein Fingerhut. Glaube ich zumindest. So. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, was beim Fingerhut rauskommt. So, Stößchen zusammen. Ja, ich habe doch gesagt, ja, sicher sieht's aus wie ein Dildo. Ich würde es ja nicht so sagen. Ja, das war wirklich, also, das Schöne ist, das Ganze wird ja nochmal auf YouTube landen. Das könnt ihr euch dann nochmal anschauen, die Silvestergala. Das werde ich dann anschließend nochmal hochladen. So, jetzt fängt schon an zu schmilzen. Juhu, wie geil. Sollte doch lieber mal vor die Beschreibung lesen. Mein Name ist T-1000. Immer diese zwei Teile, so. So, und jetzt nochmal Achtung. Und... Oh, 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 das ist ein ganzes Teil sogar geworden. Ich grabe rein. Just a moment. Alter, was ist das denn? Das sieht aus wie so ein... überdimensionaler Bleiklumpen. Nee, was haben wir denn da? Das könnte... es könnte ein Ring sein. Es könnte aber auch... Ich muss das mal in die Kamera halten. Das ist so... Kann man das... Das ist so... Das ist schwierig so zu zeigen, weil die Kamera nicht scharf schaltet. Das sieht aber eher so aus wie so ein... Ich weiß nicht, ich kann es nicht beurteilen. Es sieht an einer Stelle aus wie so ein Ring. Es könnte aber auch... Ja...
Eine Krone vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich schau mal eben. Gibt es denn sowas wie Krone? Nein, Krone gibt's nicht, natürlich. Warum auch? Ring gibt's doch bestimmt, ne? Ja, Ring gibt's auch, ja. So, was? Ich hab keine Ahnung, das ist... Da sieht aus wie so ein Gesicht, wie so ein Vogel. Keine Ahnung, wir nehmen mal... Was nehmen wir denn? Nehmen wir mal den Ring. Was hältst du von Ring? Ring ist, glaube ich, gut. Ring bedeutet Heirat. Hoppala. Alter, diesen Dildo, den muss ich unbedingt behalten vom Bleigießen. Das ist unglaublich. Das ist der Hammer. Das gibt's gar nicht. So. Ich würde sagen, akzeptieren das einfach mal, dass es ein Ring ist. Ja. Würde ich jetzt mal. Ich hoffe, du bist damit einverstanden. So, und dann hatten wir ja noch das Herzchen, glaube ich. Das war ja noch gewesen, ne? Ich glaube, Söckchen wollte das Herzchen haben. Mit dem Schiffsanker drauf. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Prost erstmal. Also wie gesagt, Ring bedeutet Heirat. Vielleicht heiratest du ja im nächsten Jahr. Wenn du es nicht schon bist. Heirat, oh nein! Wie kannst du mir das nur antun, Flex? Du bist schuld, heißt es nachher. Ich bin gar nicht schuld, das war Bleigießen. Ich kann mich immer wieder rausreden dann, ja? So. So, es fängt an zu schmilzen. Das Herzchen. So. Und. Zack. Oh. Das sieht interessant aus. Da muss ich doch direkt mal hinlangen. Mit ganz viel Fantasie. Ich gucke auf meine clevere Karte, die ich hier habe. Mit... Was haben wir denn da alles? Mit ganz viel Fantasie ist es ein BH. Mit ganz viel Fantasie. Es könnte aber auch... Ich habe keine Ahnung. Das ist der Hammer. Was ist denn das bitte? Das sieht... Hoppala. Es könnte aber auch ein Schmetterling sein. Es könnte aber auch ein... Ich weiß nicht. Es könnte ein Tunnel sein. Ja, toll. Tunnel haben wir aber nicht. Haben wir Schmetterling? Haben wir hier? Nein, Schmetterling haben wir nicht. Ey, das... Oder, Moment. Moment, da haben wir noch... Tasse, Stock... Es könnte auch ein Zelt sein. Es könnte auch ein Zelt sein, im Übrigen. Ein Zelt habe ich auch. Nehmen wir das mal als Zelt, weil das wie so ein Bogen ist, wie so ein... Das ist so ein Bogen, so geschwungen, wie so ein... Ja, wie so ein Tunnel, wie so ein Zelt, so, aber auch... Auch wieder wie so ein Ring, aber auch... Aber Ring hatten wir ja schon. Ich würde sagen, wir nehmen das... Akzeptieren das einfach mal als Zelt oder als BH. Also wenn es ein Zelt ist, dann heißt es, du musst dich einschränken. Ja? Und bei BH, also BH... Brusthöhe... Heißt das übersetzt? Erfüllung in der Liebe. Ja, das würde das bedeuten. So... Jetzt haben wir noch zwei Sachen. Ich schmelze mal beide auf einmal, um mal zu gucken, für mich, für Moa. Oh, was machst du denn da? Für Moa. Was für Moa passiert im nächsten Jahr? So, ich werde mal direkt beide, sofort beide schmelzen. Sofort beide. So. Und dann schauen wir mal, was da passiert.
mal gucken, was die Zukunft für mich bereithält. Da bin ich echt mal gespannt jetzt. So. So. Ich brauche gleich was Neues zu trinken und ihr natürlich auch wahrscheinlich. Und ein Toilettengang wäre auch geil. Ja, wenn es jetzt mal anfangen würde zu schmelzen. Es schmilzt irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Es will irgendwie. Es will irgendwie nicht schmilzen. So, ich probiere es mal so. Einschränkung bei einer Frau? Nein, niemals. So. Ja, die erste Flasche fängt schon an zu schmilzen. Die zweite auch gleich. Ja, ich hoffe, das bleibt auf dem Löffel. So. Ja, das erste ist geschmolzen, aber das zweite schmilzt irgendwie nicht. Okay. Das Gewicht will irgendwie nicht schmilzen. Ich weiß nicht warum. Hallo! Fang an zu schmilzen, du Sau! Ah, jetzt ganz langsam. Mit Mühschritten. Boah, ist das ein geiles Bild gerade gewesen mit der Autofahrt. Hallo, schmilzt du mal? Mal ganz ehrlich, fängst du mal an zu schmilzen? Ja. Ja. Ja, ja, klar. Ja. Moment. So. So, das war meins. Das war jetzt meins gewesen. So, machen wir direkt die Kerze erstmal aus. So. Da haben wir jetzt meins. Ich mach mal eben kurz eine Party offen. Ja, just a moment. Wahrscheinlich war da wieder mal blau. So, die Party ist übrigens auch offen für die Leute, die jetzt einfach mal, so. So, die Party ist offen. So, jetzt schaue ich mal eben. Nicht so. Nein. Ah! Du Scheißspiel. Du Scheißstream. So. Mein Gott, ich muss mal eben hier kurz. Kleinen Moment, just a moment. Ich muss mal eben hier kurz was einstellen. Weil der hat mir nämlich die Kamera schon wieder abgeändert. Der Drecksack. Weil sonst bin ich nämlich viel zu nah und ihr seht gar nicht das Drumherum, was ich hier geschmückt habe. English, please. Hey, Austin. Welcome to Let's Play Live Show. The Let's Play Live Show every Friday and Saturday in German time at 8 PM. And this is the Silvester Gala. Und das hat mir immer noch nicht umgestellt richtig hier. Der hat mir die Kamera immer noch nicht richtig eingestellt, der Drecksack. Ich muss eben kurz warten, dass er mir die richtig einstellt. Just a moment. My English is not very good, my German is not much better. So, and I hope you liked the stream, the show. So, just a moment. So, jetzt aber. So, get back to the game. Nein, er ändert es im Stream nicht. Ich hasse ihn. Ich hasse das Scheiße. Mann. Warum macht er das jetzt so? Ich verstehe das nicht. Warum ändert er mir das im Stream nicht? Ich verstehe es jetzt gerade gar nicht. Dip, 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 dip. So. Let's go. New Year Gala. New Year Party.
So, warum macht er das jetzt da? Und wenn ich jetzt zurückgehe? Nein, macht er zurück. Das gibt's gar nicht. Er lässt das einfach. Ist ja auch scheißegal. Lass mal das einfach so. Ihr wisst, dass ich geschmückt habe. Ihr habt das gesehen. So. Irgendwie macht er dann die Kamera nicht mehr so. Party ist offen, ne? Übrigens. Ist einer schon in der Party drin? Achso, ihr seid da. Supi. Hallo! Doch, jetzt ha. Jetzt ha. So. Ja, wie gesagt, ich muss mal eben hier runterdrehen auf wieder die Kamera. Das ist so nervig, dass sie jetzt so anfängt auch zu zoomen ab und zu und zu. So. Jetzt seht ihr gar nicht meine schönen Luftballons. Das ist so unfair. Ich fange einfach zu schwenken hier. So. Austin Power. Ach so, ich war doch dran, mein. Ja, meine quasi Zukunft mitzulesen. Durch Bleigießen. Da werde ich mal. Wie soll ich das behaupten? Wie soll ich das nennen? Das sieht aus wie so ein zerwürfelter Käfer. Wie so ein fetter schwarzer Käfer. Gibt's sowas wie Käfer? Kran, Kleeblatt, Kind, Kelch, Kram, Krug. Nee, Krug ist es nicht. Es könnte aber auch. Alter, was das? Das sieht so aus wie so ein mutiertes Alien. Ich muss das mal in die Kamera halten. Das gibt's gar nicht. Ey, das müsst ihr euch mal angucken. Kann man das. Moment. Kann man das sehen? Das ist so. Hoppala. Die Hand darf so dahinter halten. Damit ihr das mal so ungefähr seht. Das sieht aus wie so ein mutiertes Alien. Das ist der Hammer. Das ist. Ich weiß nicht, als was ich das bezeichnen möchte. Ihr könnt ja gerne mal selber mal. Oh, wie niedlich. Oh, ist der Luis. Gucci, 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 Gucci. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es sein soll. Sieht aus wie so ein Gummibär auch. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer. Boah. Vielleicht habt ihr eine Idee. Löwe, wer Quatsch? Nadelnuss, Ochse. Es könnte auch ein Ochse sein. Ja, könnte auch sein. Flasche ist Quatsch. Frau ist auch Quatsch. Gabel, Gans. Gabel, Gesicht, Geweih. Es hat ein Geweih, auf jeden Fall. Hahn, Hammer, Hand. Herz, Igel, Jagdhorn, Kelle. Warum gibt's hier nicht Alien? Warum steht hier nicht einfach Alien? Das ist abstrakte Kunst. Ja, das stimmt. Warum steht nicht einfach oben an erster Stelle Alien? Das würde reichen. Du begegnest irgendwann eine fremde Spezies, müsste da stehen. In Klammern Frau. So. So, was? Ich weiß, ist mir auch egal.